Okay. Ja, herzlich willkommen zu unserem Zoom-Webgespräch. Heute das Thema, wie bewältigen wir die Corona-Schuldenkrise? Als Gast, als Experte heute möchte ich Sie herzlich begrüßen, Dr. Daniel Stelter. Ein paar kurze Worte zu Ihnen. Sie haben in St. Gallen Wirtschaftswissenschaften studiert, dann 2013 Consulting Group gearbeitet. Seitdem betreiben Sie den Blog Think Beyond the Obvious. Und ja, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Vielleicht ganz kurz von meiner Seite zur Einführung. Also Schuldenstände in Europa sind ja bekanntlich schon vor Corona hoch gewesen. Heute Italien 132,7% des BIP. Griechenland 176,9, wir liegen bei 71,2%, Holland bei 65,9, Estland bei 10%, also das gibt es auch noch. Aber man kann wohl sagen, die Schulden werden sich wesentlich erhöhen, jetzt durch die ganzen Hilfsprogramme. Kurz angesprochen, jetzt das aktuelle Konjunkturpaket in Deutschland, 130 Milliarden, dann Merkel-Macron-Programm, 500 Milliarden. Und nicht zuletzt wurde ja jetzt auch noch das Programm von der EZB aufgestockt auf 1,35 Billionen. Zahlen, bei denen einem schwindelig wird und die natürlich auch zu einer weiteren Erhöhung der Verschuldung führen werden. Und vielleicht noch zu Dr. Stelter. Sie haben auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Coronomics. Da sprechen Sie öfters auch von einem neuen Zeitalter, von einer Zeitenwende. Ja, und ich übergebe an Sie das Wort und bin gespannt, was Sie uns heute Ja, erzählen können. vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass Sie dabei sind. Ich hoffe, Sie können mich gut verstehen. Ja. Ich freue mich sehr, in der Grunde dabei zu sein. Ich war schon öfters mal eingeladen worden zu Ihrer Veranstaltung in Person am Samstag in Frankfurt, was mir immer ein Ja. bisschen schwierig war, familiär. Ich weiß zudem auch, dass ich es mit einer Gruppe zu tun habe von Menschen, die im Zweifelsfall viel mehr von Geld verstehen als ich. Vollgeld und Ähnliches ist mir alles bekannt, aber ich würde niemals anmaßen, dass ich so viel Ahnung habe. Ich bin eher jemand, der so etwas populistisch, wenn man populistisch wirklich populärwissenschaftlicher unterwegs ist als Sie. Insofern bin ich mir dessen bewusst. Das vorausgeschickt, ich habe viel zu viele Folien, aber weil ich weiß, dass Sie das Thema kennen, mache ich das relativ zügig, um dann sozusagen auch genug Zeit zu haben zur Diskussion. Wenn irgendwie dringende Zwischenfragen sind, irgendwie winken und sich bemerkbar machen, kann man auch stellen. Weil Sie gerade schon fast alles gesagt haben, was ich sagen wollte, mache ich gerade den ersten Teil relativ schnell. Was ich nämlich dabei habe, ist im Prinzip eine Aussage, wo ich sage, als erstes, ich blicke mal zurück und sage, bevor wir zu Corona kommen, lass uns erst einmal anerkennen, dass wir uns von der Finanzkrise schwach erholt haben. Sie kennen diese Bilder, ich habe einfach mal Bilder gemacht hier von der Rabobank. Im Prinzip, wenn ich Trendvorschreibung gehabt hätte, und ist, sehen wir alle, die Wirtschaften sind alle weit im Vorkrisentrendwachstum gewesen. Sowohl in links ist USA, rechts ist Europa. Auch in Deutschland ist jetzt hier rechts zu sehen, namentlich aber auch in Italien sprachen die italienischen Schulden schon an. Wir wissen alle, Italien hat gespart in den letzten Jahren, gespart, gespart, gespart. Also der Staat zumindest ist Primärüberschuss. Aber man kann sich ohne Wachstum nicht heraussparen aus der Krise, sieht man hier sehr schön. Wir haben also im Prinzip eine Finanzkrise gehabt, von der wir uns, meine erste Aussage, nicht richtig erholt haben. Und das, obwohl wir, auch das wissen Sie alle, die Notenbanken ihre Bilanzen deutlich erhöht haben. Das ist ja so eine Vervierfachung gewesen hier nur von diesen führenden fünf Notenbanken. Es wurde viel Liquidität in die Märkte gepumpt. Sie brauchen mir nicht zu erklären, Sie wissen es viel besser als ich, dass das Geld natürlich nicht in der Realwirtschaft gelangt ist, sondern es im Prinzip überwiegend im Finanzsystem stecken geblieben ist, was die vorhergehenden Probleme auch erklärt. Darüber hinaus wissen wir auch, das kennen Sie auch, dass die Zinsen so tief sind wie noch nie, so man diesen Zahlen glauben darf. Ich persönlich glaube diesen Zahlen einfach deshalb, weil es klar ist, an der frühen Welt, wo man noch Risiko hatte, wo man noch mit Konkursausfällen rechnen musste, wo man auch nicht so die Form des Geldes nutzte, hatte man höhere Zinsen. Wenn man früher Szenarien hatte, wo alle 33 Jahre ein Jubeljahr war, hatte man höhere Zinsen, einfach deshalb, weil man sein Geld schneller zurückbekommen musste. Kennen Sie alle, Zinsen sind hier nominal noch nicht so tief gewesen. Wir alle wissen, real waren die Zinsen über lange Phasen negativer. Das will ich auch noch zu Protokoll geben. Wisst ihr alle, bevor ihr denkt, er hat keine Ahnung. Dieses Bild kennt ihr auch alle.
Bank für den Nationalen Zahlungsausgleich sagt, es gibt eine ganz simple Korrelation zwischen der Zombifizierung der Wirtschaft und dem billigen Geld. Das sieht man links in den Originalcharts aus deren Report, wo man ganz klar sieht, desto billiger das Geld, desto mehr Zombies. Gerade was wir gerade machen, ist das Zombie-Züchtprogramm hoch 10. Ja, wer natürlich nochmal mit viel Geld nochmal dafür sorgt, dass wer vorher nicht Zombie war, wird jetzt zum Zombie und die Zombies, die es gab, werden weiter genährt. Auch das kennen Sie, diese Zahl hier. Das muss zugeben, ist aus dem Telegraph. Welche Originalquelle die hatten, haben Sie dazu geschrieben. Aber da sehen Sie mal den Anteil der Zombies. Und da gibt es in der Tat hier Deutschland, wir angeblich Musterschüler, liegen da auch bei weit über 10% von Unternehmen, die als Zombies gesehen werden. Es gab auch kurz vor der Finanzkrise in meinem Buch wenig, oder vor der Corona-Krise in meinem Buch erwähnt, das auch Studien für die USA, wo JP Morgan gesagt hat, in den USA wurde der Anteil der Zombies auf über 10-15% geschätzt. Nicht festnageln, im Buch steht es genau drin, habe ich gerade das nicht parat. Ich gebe auch zu, meine Stimme schon angeschlagen, weil ich schon den ganzen Tag in ähnlichen Diskussionen verbracht habe. Ich sind mit Ihnen, aber ein paar habe ich schon gehabt. So. Und das natürlich kein Wunder ist, wenn Sie Zombies haben, gibt es keine Produktivitätszuwächse. Da gibt es die Wissenschaftler, überlegen alle, ja, liegt es daran, dass die Innovationen sich nicht in Zahlen niederschlagen? Liegt es daran, dass irgendwie, was weiß ich, die ganz einfache Erkenntnis ist, es gibt Produktivitätszuwächse ganz gigantischer Art bei den sogenannten Frontier Firms. Also bei den führenden Firmen der jeweiligen Branchen, die Produktivitätszuwächse gigantisch, aber bei 90% der Firmen finden sie nicht statt. Die sind einfach hinten dran. Und das führt sich zur Frage, das liegt natürlich hier entsprechend nieder und warum findet es nicht statt, hängt damit zu tun, dass wir Zombies haben, hängt aber auch damit zu tun, dass die Firmen lieber auf Financial Engineering setzen, statt auf reale Innovation. Weiterer kleiner Hinweis nochmal, Demografie spielt auch eine Rolle, hat mit Corona auch nichts zu tun. Wir hatten letztes Jahr oder dieses Jahr haben wir den großen Höhepunkt, dass wir nämlich zum ersten Mal in der Welt mehr über 65-Jährige haben als unter 5-Jährige. Und in Westeuropa, namentlich auch in Deutschland, stehen wir jetzt ja vor der Dekade des demografischen Niedergangs. Und das schlägt sich natürlich nieder. Erwerbsbevölkerung, die schrumpft oder nicht mehr wächst, hat man sofort weniger Wirtschaftswachstum. Also Finanzkrise nicht ausgestanden, Realwirtschaft schlecht. Und auch das kennen Sie hier, das ist mal von Bloomberg rauskopiert. Da sehen Sie die schwarze Säule. Das war eigentlich die Zinssenkung oder die finanzielle Erleichterung in der letzten Finanzkrise. Und wo waren wir im Jahr 2019? Und da sehen wir einfach, die USA war schon so, dass beim nächsten Krise musste man negativ werden. UK musste man massiv negativ werden. Und Eurozone war ja schon negativ und müsste noch viel negativer werden. Weshalb schon vor Corona die Diskussion ganz einfach war, what the hell, what are we going to do if there's another going to be another recession? Was machen wir dann? Was kommt dann? Ihr wisst das alles, was dann kommt. Bargeldverbot, Helikoptergeld etc. Und dann gab es so intelligente Leute wie der IWF. Ich habe es noch nicht, ich wollte es noch korrigieren, haben sie mir geschafft. Der wichtige Satz eigentlich unten, da heißt nämlich in der vierten Zeile, through both action communication, increased monetary policy accommodation, bla bla, financial markets and... Da ist im Prinzip ganz klar die Aussage, wir müssen aggressiver werden. Und das heißt so schön, wir brauchen eine engere Kooperation zwischen Staaten und Notenbanken in der Zukunft. Was ja, wenn es folgend wäre, ganz nett wäre, weil es jetzt kommt, ist erst einmal nicht so schön. Nächste überspringe ich, OECD sagt genau dasselbe. Realwirtschaft, schwache Erholung. Finanzsystem. Kennt ihr alle. Erstens, das ist die Zentralbank-Summe der großen drei Bilanz, der großen drei Zentralbanken. Das ist der US-Aktienmarktindex. Ja, ich weiß, Korrelation ist nicht Kausalität. Ich finde es trotzdem irgendwie interessant. So. Darüber hinaus kennen Sie das Bild auch. Wir haben gehabt eine schöne Blase im Jahr 2000. Das schaut eigentlich relativ gesehen zum Bruttoinlandsprodukt harmlos aus. Dann hat man die Hausblase. Und jetzt haben wir die Blase von so ziemlich allem und wir pumpen sie gerade zu gigantischen Maßstäben nochmal auf. Das liegt am Geldsystem, brauche ich Ihnen auch nicht zu erzählen. Das Chart kennen Sie. Das ist immer, wie viele Jahre hat es gedauert zur Verdoppelung des globalen Preisniveaus. Da sieht man einfach, immer, die Jahreszahl ist immer, bis wann war es erfolgt und wie viele Jahre hat es gedauert. Also jetzt sehen wir zum Beispiel 1571, da hat es immerhin gedauert über 200 Jahre, bis das Preisniveau sich verdoppelt hat. Seitdem wir uns vom Gold gelöst haben, seit dem Zweiten Weltkrieg, haben wir im Prinzip immer schnellere Verdoppelungen. Das führt natürlich, liegt natürlich daran, dass wir im Geldsystem sind, was weitgehend losgelöst ist von jeder Art von Beschränkung. Und es liegt auch darin, dass natürlich die Banken Geld schaffen, brauche ich Ihnen auch nicht zu erklären. Habe ich gestern aber schon nett noch gemacht. Banken schaffen das Geld. Sie kennen es ja am Beispiel UK. UK 1990 ging ungefähr 25% der Ausleihungen der Banken in den produktiven Sektor.
Also ich bin so ein bisschen so, bin ich so Eigentumsökonomiker, die mit Tisco nach Heinz, und ich sage einfach, okay, da gibt es Geld am produktiven Sektor. Die Leute arbeiten hinterher härter, um dann entsprechend das Geld zurückzubezahlen. Kein Wunder, heute ungefähr derselbe Anteil. 1990 ging über 35% gingen damals relativ zum Bruttoinlandsprodukt in Kredite in den nicht produktiven Sektor, also namentlich Immobilienfinanzierung, also Hypotheken, Baukredit und ähnliches. Und das liegt jetzt ungefähr bei 100% vom Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, wir haben einen massiven Ausbau gehabt des Finanzsektors, in dem er immer unproduktivere Kredite gegeben hat. So. Und das Ganze wurde natürlich gefördert, auch das wissen Sie, durch die asymmetrische Reaktion der Notenbanken, die immer, wenn eine Krise drohte, die Zinsen gesenkt haben. Ganz einfach und banal. Das heißt, für Schuldner war das super, weil sie wussten, wenn es schief geht, geht es nicht schief, weil wir werden gerettet. Und wir haben im Prinzip 30 Jahre lang oder 40 Jahre lang auf jede Krise gleich reagiert. Zinssenkung, billigeres Geld und ehrlich gesagt auch Senkung der Kreditvergabestandards. Kein Wunder, dass die Schulden gewachsen sind. Das kennen Sie, da gibt es neuere Darstellungen. Ich habe gerade keine interessant gehabt. Sie wissen, dass die Schulden sind gewachsen. Kann man überall nachlesen. Und die Finanzkrisen wurden öfter oder häufiger. Das sehen Sie hier, Deutsche Bank hat es mal gemacht. Sehen Sie mal Finanzkrisen, sehen Sie klar, wir hatten in den 20er Jahren natürlich diese ganzen Turbulenzen, Erster Weltkrieg vorbei, Hyperinflation etc. etc. Aber wir haben natürlich seit dem Zweiten Weltkrieg auch eine Flut an Finanzkrisen vor allem in den letzten paar Jahren zugenommen haben. Und ich persönlich würde sagen, Corona hat auch wieder eine Finanzkrise ausgelöst, auch wenn wir sie nicht so nennen. Wichtiger Punkt, ich habe auch mal ein anderes Buch geschrieben, 2016, über Piketty. Thomas Piketty kennt ihr alle, nicht hier, Capital in the 21st Century, der gesagt hat, die Reichen werden immer reich, ganz blöd, immer höher besteuern, etc. etc. Und der Piketty guckt immer auf da oben und er sagt immer, schaut euch mal an, das Vermögen relativ zum Bruttoinlandsprodukt geht immer weiter nach oben, das ist total blöd, wenn wir besteuern. Kleiner Hinweis hier übrigens, Italien ist viel reicher als Deutschland, sieht man auch hier. Deshalb auch mein Vorschlag war, der heftig kritisiert wurde, die Italiener könnten ihr Schuldenproblem auch über eine Vermögensabgabe im Inland lösen. Da bin ich dann sofort als nationalistischer Antieuropäer gebrandmarkt worden. Nach Italien reise ich trotzdem, ich hoffe, ich werde nicht erkannt. Aber im Kern natürlich ganz klar so, ist ein Thema. Egal. Was Piketty nicht versteht, ist aber, dass parallel dazu die Schulden gestiegen sind. Und man kann übrigens auch erkennen, dass desto höher die Schulden, desto höher das Vermögen, hängt das zusammen. Klar, weil Schulden und Vermögen sind beide Seiten der Medaille. Aber es liegt nicht nur darin, dass es die beiden Seiten der Medaille sind, es gibt einen anderen Grund. Und zwar den Leverage-Effekt. Jetzt weiß ich nicht, wer von Ihnen Betriebswirt ist, aber der Piketty sagt ja, Schulden sind neutral. Also wenn Sie seine Fußnoten gucken, sagt er Schulden, siehe Staatsschulden. Und bei Staatsschulden steht, Staatsschulden sind die Folge von falscher Vermögensverteilung zwischen Privaten und Staaten. So, das ist alles für Schulden bei Piketty. Und wenn er so ein Asset sieht mit 500, sagt er, 500 minus ins Schulden von 200, Netto Value ist 300. Das ist Piketty. 500 minus 200 ist 300. Und ich kann halt nicht rechnen. Ich sage nämlich, 500 minus 200 ist weniger als 300. Weil ohne die Möglichkeit, auf Kredit zu kaufen, wäre der Wert nicht bei 500. Kredit hebelt. Und das kennen Sie alle vom Leverage-Effekt. Ich mache das ganz kurz als Exkurs für die Nicht-Betriebswirte im Call. Ja, nehmen wir mal an, Sie könnten eine Aktie kaufen für 100 Euro, die bringt 10 Euro Ertrag. Also erstmal ein fiktives Beispiel. Rendite ist also 10%, wenn Sie es mit Eigenkapital kaufen. Soweit klar. Jetzt gehen Sie zu Ihrer Bank. Die Bank sagt, ach, ich gebe dir einen Kredit zu 5%. Leihen Sie sich 50, dann haben Sie 50 Eigenkapital, 50 Fremdkapital. Kaufen dieselbe Aktie. Die Zinsen auf den 50 sind 2,5, 5% auf 50. Dann bleiben Ihnen 7,5 übrig auf Ihrem Eigenkapital. Ihre Rendite ist dann 15% statt 10%. Da sagt die Bank, warum so wenig? Nimm doch mehr. Nehmen Sie 80 Euro und 20 Euro Eigenkapital. Haben Sie schwuppdiwupp. 4 gehen an die Bank, 6 gehen zu Ihnen, Rendite 30%. Das würden Sie natürlich nicht mit 20 Euro machen, Sie haben ja 100, also würden Sie natürlich hingehen für 500 kaufen. Die kaufen für 500 Aktien, 100 Eigenkapital, 400 geliehen und Sie haben einen entsprechenden Return.
Und dann sagen Sie, naja, so gierig muss ich ja nicht sein. Ich kann auch mit 25% Rendite zur Verfügung geben. Also schreiben Sie mehr für die Aktie. Die Aktie geht nach oben. Und der Erste, der es gemacht hat, hat aber dann schon früher gekauft. Das heißt, der wird sich wieder einen Gewinn. Der kann sich wieder mehr Geld leihen und noch mehr Aktien kaufen. Und deshalb sind Schulden nicht neutral. Verschuldung treibt Assetspreise. Und kommt noch hinzu, jetzt sehe ich immer viele schöne Arbeitszimmer hier. Der eine oder andere sitzt in seiner Eigentumswohnung. Wenn jetzt in ihrer Wohnung, in ihrem Haus eine andere Wohnung zum höheren Preis verkauft wird, als diese gekauft haben, ist ja nicht nur die Wohnung teurer geworden, sondern ihre auch. Das heißt, eine einzelne Transaktion setzt den Marktpreis für alles in ihrem Haus, in ihrer Straße, in ihrer Stadt und schafft damit Asset Values, die wieder beliehen werden können, um neue Sachen auf Kredit zu kaufen. Und deshalb haben wir die Parallelentwicklung von immer steigender Verschuldung und überproportional steigenden Vermögenspreisen. Problem dabei ist, auch das kennen Sie, dass die realwirtschaftliche Wirkung neuer Schulden immer geringer wird. Das heißt, wir müssen immer mehr neue Schulden machen mit immer weniger realwirtschaftlichem Effekt. Unter anderem auch für Zombifizierung und so weiter und so fort, haben wir vorhin schon gesehen. Und die Kreditqualität geht immer weiter bergab. Wir sehen das hier. Wir haben hier einen deutlichen Anstieg der Covenant Light Loans. Das heißt, die Kredite, die gegeben werden, ohne richtige Sicherheiten. Warum? Die Leute sind desperate gewesen nach Zinsen, sind mehr in Spekulation eingegangen. Also wir haben im Prinzip mit der Finanzkrise, Bekämpfung der Finanzkrise, der Folgen mit billigem Geld, haben wir eigentlich die Exzesse nochmal potenziert. Sieht man in den USA an Unternehmensverschuldung und vor allem daran, das ist das entscheidende Bild, dass der Anteil der Unternehmen mit Rating von Triple B stark nach oben gegangen ist. Triple B ist die letzte Ratingstufe vor nicht mehr Investment Grade. Das heißt, wenn eine Herabstufung erfolgt, dann müssen viele Investoren verkaufen. Also Pensionskassen, Lebensversicherungen müssen dann verkaufen. Die Folge ist dann Verkaufsdruck. Es gibt wenig Käufer, die Märkte kollabieren, weil auch die Banken nicht mehr Eigenhandel betreiben dürfen wegen der Regulierung. Vor Corona war das so, dass viele Unternehmen ein Triple-E-Rating hatten, wie zum Beispiel GE. Das war aber nicht berechtigt, weil GE eigentlich, wenn man auf die Zahlen geguckt hat, schon nicht mehr Triple B war. Und deshalb gab es auch diesen Kollaps in den Finanzmärkten sofort im Bereich, als Corona zuschlägt. Und deshalb hat ja auch die US-Fed jetzt angefangen, High Yield zu kaufen und anderes zu kaufen, um genau hier Liquidität sicherzustellen, um die Welle der Herabstufungen zu verhindern, weil die würde das Finanzsystem sofort zur Kernspalte bringen. Und gleicher Hinweis nochmal, was haben Unternehmen übrigens auch gemacht? Unternehmen haben geleveraged. Sie haben Kredite aufgenommen, um Eigenkapital zu ersetzen. Der Leverage-Effekt von vorhin haben wir ja gesehen, damit steigt die Eigenkapitalrendite. Und die Käufer der Aktien und der Anleihen arbeiten auch mit Kredit. Das heißt, wir haben eine Pyramide von Krediten, die alle auf der Annahme basieren, dass die Anleihen nicht herabgestuft werden und dass die Unternehmen weiter Cashflows erwirtschaften. Und in diese Situation hinein brachte dann Corona. Jetzt brauche ich euch über Corona keine großen Folien zu zeigen. Es war einfach nur schnell. Lass es so formulieren, es war einfach ein drastischer Abbruch. Und man hätte darauf, die Regierungen haben richtig darauf reagiert, die Notbanken reagiert. Ich könnte noch 45 Folien zeigen, für alles genauso aus. Ein Einbruch, schlimmer als in einer großen Depression. Es gibt die Hoffnung, es geht dann schnell wieder nach oben und so weiter, wenn wir noch diskutieren können, ob das so der Fall ist. Aber ganz klar ist, das war natürlich ein Schock, den ein System, was vorher schon fragil war, nicht verbrauchen konnte. Weder die Realwirtschaft, geschweige denn die Finanzmärkte. Logische Antwort der Notenbanken, der Staaten, we go all in. Das sieht man hier, größten Bailouts der Geschichte, sowas Großes gab es noch nie. Übrigens, richtig, vollkommen richtig, logisch konsequent, die Alternative wäre ein totales Desaster gewesen, muss man machen. Und Notenbanken gehen all in. Das hier ist die Projektion, Notenbanken. Es gibt Leute, die sagen, die US-Notenbank FED, die so bei 4 Billionen Euro Bilanzsumme war, die wird in ungefähr 18 Monaten bei 12 Billionen angekommen sein. Habe ich mal gelesen, Financial Times. Weiß ich nicht, ob es so kommt, aber wir sehen die Aggressivität. Man hat gesagt, wir machen alles, wir fluten die Märkte, niemand macht Pleite, niemand kann nicht verkaufen, alle werden gerettet. Und deshalb auch die Aktien noch hochgegangen. Warum sind die Aktienmärkte hochgegangen? Die Frage ist natürlich jetzt nur, was passiert in Zukunft? Wir werden wahrscheinlich, dieser große Strich jetzt im Prinzip, dieser Impuls jetzt, dass einige schon sagen, wir kriegen nächstes Jahr einen totalen Boom im Aktienmarkt. Aber auch zum ersten Mal die Frage, sollte es doch zur Inflation kommen? Diskutieren wir gleich. Kurzer Exkurs, Eurozone.
Ich gehe davon aus, es überrascht niemanden hier im Call, wenn ich sage, die Eurozone ist krank. Das Bild ist ein bisschen kompliziert, sorry. Was ist passiert? Euro wurde eingeführt. Alle bekamen deutsche Zinsen, hatten höhere Inflation. Was heißt negative Realzinsen? Was machen Sie mit negativen Realzinsen? Sie leihen sich Geld. Was machen Sie mit dem Geld? Sie kaufen sich das sicherste Asset auf der Welt. Was ist das? Immobilien. Geld for free. Immobilienpreise gehen hoch. Was machen sie? Sie machen noch mehr Kredit und noch mehr Immobilien, die sie kaufen. Was passiert dann? Sie müssen bauen. Die Wirtschaft beginnt zu prosperieren. Sie fangen an, die Gehälter zu erhöhen. Sie importieren deutsche Autos. Es gibt einen Boom. Sie brauchen noch mehr Bauarbeiter. Leute wandern zu. In der Spitze wanderten pro Jahr 400.000 Leute nach Spanien ein. Sehr viele davon, um zu bauen. Was machen sie, wenn sie Migration haben? Was müssen sie da machen? Mehr bauen. Das heißt, wir haben einen Boom gehabt, getrieben von dem billigen Geld, bis dann eben die Blase geplatzt ist. So. Was die Folge davon war, statt eine Konvergenz zu haben im Euro, den sie uns ja erzählt haben von der Politik aus, hatten wir eine Divergenz. Haben sich auseinanderentwickelt. Und diese Divergenz hat sogar zugenommen. Wir hatten eine Konvergenz, bevor der Euro eingeführt wurde, in den 90er Jahren hatten wir eine gewisse Konvergenz. Seither haben wir eine zunehmende Divergenz. Die Stärken werden stärker und die Schwachen werden schwächer. Erinnern Sie sich an dieses Bild von Italien am Anfang? 20 Jahre kein Realwachstum. Und der Handel innerhalb der Eurozone stagniert, aber der Handel außerhalb der Eurozone geht nach oben. Ja, warum? Die EZB macht whatever it takes, macht das Geld billig, schwächt den Außenwert des Euros, das haben sie erfolgreich gemacht. Wer profitiert davon? Exportabhängige Länder wie namentlich Deutschland, das heißt, wir exportieren mehr, aber nicht mehr innerhalb der Eurozone, mehr in der Welt. Wer ein Exportweltmeister, was total knackt ist, ist ein anderes Thema, und das passiert im Prinzip. Und was sagt man dann als guter Politiker? Das ist ein altes Bild und eine alte Aussage, hat nichts mit jetzt zu tun. Wir müssen schlichtweg eine Schuldenkapazität haben. Wir müssen jetzt, nachdem Frankreich ist der größte Schuldensünder von allen, nachdem Frankreich und Italien und Portugal alle schon so verschuldet sind, wir brauchen eine europäische Solidarität, wir brauchen mehr Schulden auf der europäischen Ebene, damit wir das Problem von zu viel Schulden besser bekämpfen können, indem wir noch mehr Schulden machen. Und da sagt der IWF, das geht gar nicht. Der IWF hat mal angeschaut, wie werden Schocks aufgefangen in der Wirtschaft. Nehmen wir mal Deutschland. Also wenn in Deutschland eine Werftpleite geht, in Bremen, die gab es ja früher mal, das ist ein regionaler Schock, dann wurde der Schock zu 80% aufgefangen. Also 20% blieb, aber 80% aufgefangen. Wie? Hellblau ist der Länderfinanzausgleich und andere Steuerzahlungen. Rot sind die Kapitalmärkte, blau sind die Kreditmärkte. Das heißt, der Auffang, dieses 80%, wurde überwiegend vom Privatsektor gemacht. Entweder weil private Kreditgeber Geld verloren haben, ist ja auch eine Art von Transfer. Und wir sehen natürlich, das funktioniert in Europa gar nicht. Wir sehen, in der EU gibt es das nicht. Da gibt es zwar Kreditmärkte, aber es gibt keine richtig funktionierenden Kapitalmärkte, es gibt keine staatlichen Transfers. Und selbst wenn die staatlichen Transfers auf 40% heben würden, was gigantisch wäre, wir fern davon entfernt, das zu haben, was Deutschland, die USA und Schweiz haben, weil es privat nicht funktioniert. Warum sollten wir auch mehr Geld nach Neapel verschiffern, wenn dort eine Werftpleite geht? Das heißt, dieser Ausgleichsmechanismus funktioniert nicht und die Transferunion kann gar nicht groß genug sein. Abgesehen von der Fairness-Frage, wir hatten es vorhin schon mal in den Vermögen, ich habe es bei Piketty erwähnt, das sind andere Zahlen hier von der Credit Suisse, die zeigen eindeutig, die Deutschen sind schlichtweg nicht die Reichen, für die Politiker sie immer halten. War letzte Woche bei Markus Lanz, da habe ich mit dem Ralf Stegner diskutiert, da checken die gar nicht. Ja, die reden über Umverteilung von Arm zu Reich, aber dass sie in Europa eine Transferunion machen wollen, wo die Armen für die Reichen bezahlen, das verstehen die gar nicht. Egal. So, und kleine Erinnerung noch, JP Morgan hat schon gesagt vor einigen Jahren, eine fiktive Währungsunion aller Länder der Welt mit dem Anfangsbuchstaben M, also Mexiko, Mosambik, Mongolei, Mauritius, vielleicht fallen noch welche ein, hat mehr miteinander gemein als die Mitgliedsländer des Euros. So. Was könnte man machen? Es gibt ja, wir haben zwei Probleme in Europa. Wir haben die faulen Schulden, wir haben die divergierende Wettbewerbsfähigkeit. Wir können was machen. Interne Abwertung ist das Modell von Herrn Sinn, nach dem Motto, die Südländer müssen sparen, wie wir Hartz-IV-Reform, Löhne senken und so weiter. Das hilft bei faulen Schulden gar nicht, weil dann können sie Schulden noch weniger bedienen, wenn sie weniger Einkommen haben. Und meines Erachtens dauert es viel zu lange, um es auszugleichen.
Transferunion haben wir gerade gesehen, kann gar nicht groß genug sein, kann nicht funktionieren. Höheres Wirtschaftswachstum wäre nett, ich wüsste nicht, wo es herkommen sollte. Man könnte Schuldenrestrukturierung machen. Ja, unpopulär. Man könnte höhere Inflation machen, wäre schön, hätte man ja leicht machen können, hätten wir sie schon, wir haben sie aber nicht. Oder wir haben Pleiten, Euro-Austritte, unpopulär. Naja gut, wir kommen eh nochmal auf die Schulden drauf, aber im Prinzip die Option für die Eurozone ist nicht richtig klar. Transferunion kauft höchstens Zeit, löst das Problem aber nicht. Was machen wir mit zu viel Schulden? William White kennt ihr alle von der Bank für den Zahlungsausgleich, einer der wenigen, der die Finanzkrise vorhergesagt hat, hat einen tollen Artikel geschrieben in der Financial Times. Ich fasse ihn einfach nur kurz zusammen. Sparen. Sparen geht nicht. Also, es gibt kein Beispiel, wo ein Land sich rausgespart hat, Gesamtverschuldung reduziert hat. Es ist nicht so. Wenn einer abbaut, muss ein anderer Schulden machen. Wir sitzen in Japan, Bilanzrezession, nennt es Richard Koo. Wir können uns heraussparen, wenn wir große Handelsüberschüsse haben. Die Deutschen haben ja die Staatsverschuldung in den letzten Jahren nicht dadurch reduziert, dass sie die schwarze Null so hoch gehalten haben, sondern dass die Wirtschaft schneller gewachsen ist als die Schulden. So macht man das. Problem der ganzen Sache, es kann ein einzelnes Land machen. Es können nicht alle Länder der Eurozone machen. Es kann nicht die ganze Welt gleichzeitig machen. Das heißt, das Heraussparen aus der Krise wird nicht funktionieren. Wachstum, habe ich schon angesprochen, die Demografie ist schlecht, die Produktivitätszuwächse sind schlecht. Ich wüsste nicht, wo das Wachstum herkommen sollte. Da muss ich ganz, ganz klar sagen, es gibt vielleicht in Asien Möglichkeiten, aber wir werden uns daraus nicht herauswachsen können. Back to Mesopotamia, das habe ich noch bei Boston Consulting entwickelt. Das heißt natürlich nichts anderes, als wir machen es wie im alten Mesopotamien. Sie kennen das, in der Bibel steht es drin, Jubeljahr alle 33 Jahre. Das war der Saturnumlauf, hat man halt gesagt, wir zerschlagen die Tontafeln. Habe ich mir animiert, das sind so Tontafeln, das waren Schuldkontrakte, wurden dann zerschlagen und dann war das Thema erledigt. Problem war damals, dass natürlich, wenn das so passiert, alle 33 Jahre, dann sind die Zinsen ziemlich hoch, weil die Gläubiger wissen, bald ist Schluss, also muss ich ja noch vorher mein Geld wiederbekommen. Und zum anderen ist es populär, das heißt, die Politik haben dann es immer schneller gemacht. Und dann, wenn sie natürlich immer schneller machen, dann haben sie natürlich immer höhere Zinsen. Desto höhere Zinsen, desto früher müssen sie einen Schuldenschnitt machen, weil der Konkurs früher eintritt. Ist halt immer so. Ja. Aber wie gesagt, wäre eine Möglichkeit. Wird auch diskutiert. Ich meine, der IWF hat schon vor ein paar Jahren eine Vermögensabgabe vorgeschlagen. Und hier France Strategie hat im Oktober 2017 die beraten den Premierminister und den Präsidenten in Frankreich, haben halt vorgeschlagen, lasst es doch einfach beschließen, dass der Staat bei jedem Grundstück Miteigentümer wird. So eine Art Zwangshypothek. Habe ich übrigens für Frankreich, für Italien dann auch vorgeschlagen, weil ich dann angefeindet wurde. Es ging ja gar nicht, weil die alle Immobilien haben. Natürlich kann man Zwangshypothek eintragen. Ich glaube, die Deutschen würden das machen, weil wir schlecht regiert werden. Die Italiener werden es sicherlich nicht machen, weil die gut regieren. So. In der Hinsicht. Sonst. Und ganz lustig, ein Hinweis hier, Schuldenstände. Italien, ganz wichtig, Italien ist von diesen Ländern hier das drittsolideste nach Österreich und Deutschland. Und man blickt nur auf die Charts, die Schulden der privaten italienischen Haushalte, 41% vom Bruttoinlandsprodukt, weniger als die Deutschen. Die Unternehmen 69%, fast so wenig wie die Deutschen. Der Schuldensünder ist Frankreich. Sehen Sie, hohe Staatsschulden, hohe Unternehmensschulden, relativ hohe Privathaushaltsschulden, führt zusammen zu 317% vom Bruttoinlandsprodukt. Kein Wunder, dass die Franzosen am stärksten für Transferunion sind. So. Also Back to Business Thema würde funktionieren, aber ist halt nur in Deutschland populär, die anderen machen sowas nicht. Ich habe damals als Berater noch mit französischen Managern und italienischen Managern, Top-Managern und DAX-Werte, DAX-Level gesprochen. Da haben alle gelacht, dann machen wir nie mit. Uns kriegst du nicht, unser Geld ist in der Schweiz, etc. etc. Das heißt, Inflation. So. Ich weiß, das Bild stimmt nicht, weil es gibt keinen flugfähigen deutschen Helikopter, aber ich habe kein anderes gefunden. Es ist halt so, die Helikopter kommen logischerweise. Man wird also alles tun, um Inflation zu bekommen. Und jetzt werden Sie jetzt fragen, ich will eine Präsentation über Corona hören. Der redet gar nicht über Corona. Stimmt, weil es hat, was kommen wird, hat mit Corona gar nichts zu tun. Corona beschleunigt das nur und Corona bildet die perfekte Ausrede, das zu tun, was ohnehin getan worden wäre. Wir kennen das alle, Helikoptergeld brauche ich euch nicht zu erklären. Milton Friedman hat die Idee gehabt, Ben Bernanke hat schon gesagt, wir kriegen keine Deflation, wir schmeißen das Geld vom Helikopter. Und hier der Edward Turner hat sein Buch geschrieben, Dead and the Devil, kennen die auch alle.
der gesagt hat, das müssen wir im Prinzip machen, direkte Staatsfinanzierung ist die einzige Lösung. Ich war in London im Januar bei einem Vortrag von ihm zum anderen Thema. Es ist schon ein beeindruckender Typ, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich frage mich immer, wie gesagt, so gesehen ist es komisch, dass die Engländer bei Corona so schlecht performt haben, aber sonst muss ich sagen, haben die schon ziemlich viele kluge Köpfe da rumlaufen. So. Und jetzt haben wir im Prinzip Folgendes. Wir haben dieses ganze Thema hohe Schulden, die Leveraging, Überkapazitäten und das ist alles ist deflationär. Das wissen wir und darum haben wir auch keine Inflation hinbekommen. Und das Geld ist ja auch nicht richtig in die Realwirtschaft gekommen, es ist ja irgendwie sickert geblieben. Und jetzt formuliere ich eine These. Ich sage jetzt, ganz wichtig, der Stelter sagt jetzt nicht, es kommt die große Inflation. Aber ich sage nach dem Motto, naja, wir haben jetzt so massive Geldschöpfung, wir haben zum ersten Mal richtig die Aussage, das Geld fließt an die Staaten und nicht mehr nur in die Finanzmärkte und die Staaten werden es ausgeben. Und wir denken jetzt mal an das Proposal, die Spanier haben ja vorgeschlagen, hier, lasst uns doch einen europäischen Rettungsfonds machen, 1.500 Milliarden, ewige Anleihen. Wer hätte denn die gekauft? Die wären alle bei der EZB gelandet, logischerweise. Das heißt, wir würden, wo wir eh dazu übergehen, die Staaten direkt zu finanzieren. Und wenn wir dann noch das Thema haben, dass wir jetzt sagen, oh, die Wertschöpfungsketten, die müssen jetzt zerlegt werden, wir können nicht mehr alles in China produzieren. Wenn wir dann noch sagen, wir müssen CO2-Steuern einführen, wir müssen CO2-Abgaben an den Grenzen einführen. Wenn wir dann noch sagen, Klimaschutz, wir verbieten jetzt den Leuten ihre Ölheizung und alle, die Ölheizung hatten, müssen jetzt investieren in irgendwelche andere Sachen. Wenn wir die Verbrennerautos verbieten und Leute müssten quasi investieren in neue Sachen, haben wir plötzlich eine echte reale Nachfrage, verbunden mit einem zum Teil geschwächten Angebot und einer demografisch schlechten Entwicklung. Das heißt, Arbeitskräfte gehen zurück. Dass es sein könnte, dass wir quasi jetzt das Szenario haben, dass die inflationären Treiber überwiegen. In den letzten 10 Jahren war das so ein Kampf. Wir hatten keine richtige Deflation, die man eigentlich jetzt 2009 hätte erwarten können, weil das eben so gegengesteuert wurde. Und jetzt könnte es sein, es kippt. Und da habe ich so ein schönes Bild. Sie kennen das alle. Wir haben das Problem gehabt, dass die Umlaufgeschwindigkeit natürlich drastisch gesunken ist vom Geld. Es hört jetzt halt so 10 auf, aber es ist so geblieben. Muss ich mal aktualisieren. Und wenn wir jetzt ein Szenario haben, wo die Inflation doch anzieht, dann könnte es sein, ich rede nur hypothetisch, könnte es auch sein, dass dann die Bürger sagen, verdammt noch mal, die Inflation ist jetzt doch da, ich bekomme keine Zinsen und die Preise steigen. Lass mal mein Geld doch anders verwenden. Und Sie kennen das, ich habe mal gesprochen darüber, ich bin jetzt kein Fachmann dafür, aber ich habe mal gesprochen mit einem, der sich intensiv damit beschäftigt hat, Professor Bernholz. Bei der Hyperinflation in Deutschland war es ja auch so, die haben auch lange Geld gedruckt und alle wussten es und es gab keine Inflation. Und dann kam der Punkt, wo Leute Vertrauen verloren haben in Geld. Und das ist dieses berühmte Ketchup-Bild. Sie kennen das, die Ketchup-Flasche kommt, die Kinder schütteln, erst kommt nichts. Und wenn es dann kommt, ist es eine Riesensauerei. Bosch. Und das ist im Prinzip nicht das, was ich jetzt sage, was kommt, aber wo ich halt sage, das ist ein Szenario, dass ich glaube, in den nächsten 10 Jahren wird viel radikaler als in den letzten 10 Jahren Inflation gespielt werden, eben dadurch, dass die Staaten das Geld ausgeben werden mit massiven Programmen, dass gleichzeitig die Angebotsseite gestört ist oder gestört wird und dass darüber hinaus eine echte, reale Nachfrage entsteht. Und deshalb halte ich das für möglich. Inflation wäre also möglich. Die Alternativen sind Schuldenschnitte oder Pleiten. Da muss man sich überlegen, was will man gerne haben. Das führt mich zu meinem, da bin ich ja fast durch, letzten 3 Folien, zu meinem Vorschlag, was wir tun sollten in Europa. Und zwar schlage ich Folgendes vor. Ich sage, wir sollten, vergessen Sie mal die Grafik stimmt nicht so ganz, aber die Überschrift stimmt, die sich drüber steht. Ich schlage vor, alle Staaten, also auch Deutschland, auch Holland, auch die Niederlande, sollten Staatsschulden in einer Höhe von 75% des Bruttoinlandsproduktes auf die EU übertragen. Also, ich habe eine Staatsanleihe, die Staatsanleihe muss ich in 5 Jahren bedienen. Ich übertrage die ganze Verpflichtung aus Zinszahlung und Tilgung, übertrage ich auf einen gemeinsamen Schuldentilgungsfonds auf EU-Ebene. Hier, Eurozone Redemption Fund. Da würde man im Gegenzug sagen, naja, da müsste man ein paar Reformen machen in Italien. Beispielsweise in Italien müsste man die Vermögensbesteuerung erhöhen und die Steuernabgabe auf Arbeit deutlich senken, um im Prinzip die Wirtschaft zu fördern.
Und dieser Redemption-Fund, der würde dann im Prinzip refinanziert werden mit sogenannten Eurobonds, kennen wir ja alle, gemeinsam garantiert. Aber der ganz große Clou, die EZB würde das finanzieren und würde das umstellen auf ewige, sehr lang laufende Anleihen, meinetwegen noch zinsfrei für die ersten paar Jahre. Die können ja kaufen, was sie wollen. Die können es ja bewerten, wie sie es wollen. Und wir kriegen quasi so eine Art Endlager für Altschulden. Italien hätte dann statt den 150, die sie jetzt haben, wahrscheinlich in der Krise, hätten sie 75. Wir wären nahe Null. Die Holländer wären nahe Null. Wir könnten dann in Deutschland sogar noch sagen, naja, weil wir so gut da sind und Italien immer noch ein bisschen größer ist, lass uns doch einen eigenen Fonds aufsetzen für Investitionsmaßnahmen in den armen Südländern. Würde übrigens durch die Überweisung dazu beitragen, dass wir unsere Tage-2-Forderungen noch abbauen bei der Gelegenheit. Und wir hätten Solidarität bewiesen und wir hätten einen einmaligen Schnitt und würden nicht, wie jetzt Frau Merkel mit Herrn Macron vorschlägt, einsteigen in eine Open-Ended Schulden- und Transferunion, wo wir versuchen, Leuten, die zu viele Schulden haben, mit Geldgeschenken über die Runden zu helfen. Das funktioniert nicht. Und das sollte man machen. Und danach haben wir natürlich die Möglichkeit, ganz klar, die Idee kennen Sie auch, wurde schon diskutiert hier, schon vor Jahren, hat man gesagt, soll nicht die EZB, soll nicht die Bank of England einfach die Schulden annullieren. Die EZB kann natürlich dann die Schulden irgendwann nochmal annullieren. Es passiert nichts, die kann einen Verlustvertrag haben, völlig egal, wissen wir alle. Und wir hätten, idealerweise wären wir die Schulden losgeworden. Deutschland sollte dann, und da habe ich gar keine Folien reingemacht, danach handeln, sollte zum ersten mitmachen, sollte nicht wie unsere Politiker über Steuererhöhungen und Vermögensabgaben quatschen, sondern sollte sagen, lasst uns die Altschulden dort entlagern, wir machen mit. Wir haben dann eine tiefe Staatsverschuldung, lasst uns dann die Steuern und Abgaben senken, lasst uns endlich mehr im Inland investieren, dann haben wir auch nicht mehr so eine Exportabhängigkeit zum Handelsüberschuss. Auf diese Art und Weise könnten wir im Prinzip das Deutschland zukunftsfähig machen, die ganzen Dinge machen und würden uns solidarisch zeigen innerhalb der Eurozone. Wo wird das Ganze hinführen? Es wird natürlich perspektivisch irgendwann inflationär werden, weil die Politiker nicht damit zufrieden sein werden. Die werden ihre Green Deals und Ähnliches machen. Und dann, wenn wir diesen Schuldenschnitt gemacht haben, dann könnte es durchaus sein, dass wir Ende des Jahrzehnts zu der monetären Neuordnung kommen, über die Sie alle viel mehr wissen als ich, aber wahrscheinlich in Richtung gehen könnte wie eine Umstellung gemäß Chicago-Plan auf Sovereign Money oder Vollgeld, mit den verbundenen Notenbankgewinnen zur endgültigen Lösung eiweiger Schuldenprobleme. Das ist ein Szenario. Das andere Szenario ist, dass trotz der Tatsache, dass wir den Schuldenschnitt machen, irgendwann in einem Land, nehmen wir Italien, eine Regierung an die Macht kommt, die sagt, die Stagnation ist die Ursache des Euros, was nicht ganz stimmt. Es gibt auch andere Faktoren dafür. Und wir dann doch einen teilweise mehr oder weniger organisierten und planen Zerfall des Euros bekommen. Weil dass der Euro ewig Bestand haben wird, glaubt wahrscheinlich nicht mal ein Politiker. Das wäre mein Versuch, mit schon leicht geschwächter Stimme, hier mal so durchzurauschen. Werbung für mein Buch. Ich freue mich übrigens, Sie müssen es sich kaufen, weil es ist auch so schon bereits jetzt auf Platz 4 der Paperback-Sachbuch-Bestseller, was mich natürlich gefreut hat. Wobei ich dazu sagen muss, das sind so homöopathische Zahlen, die Sie verkaufen müssen, dazu landen. Bücher schreiben ist keine gute Zeitverwendung. Damit werden Sie nicht reich. In diesem Sinne hoffe ich, dass es einigermaßen verständlich war und freue mich noch auf Ihre Fragen, Kritik, Anmerkungen. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Stelter, für die interessanten Ausführungen. Ja, jetzt schauen wir mal. Gibt es schon Wortmeldungen? Ja. Gibt die erste. Ich schaue jetzt nur schnell, dass wir die Bildschirmfreigabe beenden. Herr Stelter, können Sie die kurz beenden? Das dann Petra. Live. Genau. Erste Frage von... Ah, es gibt Schätzbeantworten. Darf ich den Namen nennen von denjenigen, die fragt oder nicht? Ja. Also ich bin jetzt auch unmuted. Ich kann das jetzt auch nochmal formulieren. Also in meinen Augen führt natürlich haben die Maßnahmen, die in den vorhergehenden Krisen gewählt worden sind, um die Krisen zu lösen, ja eigentlich nur dazu geführt, dass weiter so, ja, also
es ist nicht ein Zombie dadurch gestorben, es ist keine kranke Bank dadurch gestorben, arm und reich hat sich nicht verändert und, ja. So, und wenn wir ihren Weg jetzt gehen, würde das nicht auch wieder nur die Fahrbahn freimachen, weiter so? Also Real, zum Beispiel im Verhältnis Realwirtschaft und Finanzsektor. Also ich sehe nicht, dass wir dann irgendwo grundsätzlich im Handeln der Personen etwas ändern. Ja, also Frau Petra, fangen wir erstmal ganz kurz erstmal an mit dem Thema Arm und Reich. Lege ich halt sehr viel Wert darauf, dass das eben getrieben ist durch die Geldpolitik und das Finanzsystem und diese Leverage-Effekte, die ich Ihnen gezeigt habe. Wenn Sie jetzt hingehen, und ich habe ganz viel Sympathie dafür, im Prinzip sagen Sie, lasst einen Stecker ziehen, Zombies pleite gehen lassen, lasst uns mit höheren Eigenkapitalanforderungen arbeiten und gehen Banken pleite und oder, dass man mit weniger Leverage gearbeitet werden müsste. Und was ich Ihnen nach oben gezeigt habe, wie schön die Assetpreise steigen können, wenn Leverage geht zurück. Dann haben wir auch weniger Ungleichheit, weil die Vermögenspreise runtergekommen sind. Also alles richtig. Sie kriegen dann nur eine deflationäre Depression, die sich so ausgewaschen hat, dass ich mir die sozialen Unruhen nicht vorstellen möchte. Das heißt, wir suchen händeringend nach einer Lösung, die die sozialen Unruhen verhindert. Und jetzt gehe ich mal weiter. Wenn ich jetzt hingehe und meine Altschulden dann ablaste, dann ist der Staat weitgehend schuldenfrei. Dann können wir auch sagen, okay, wir machen bei den Banken höhere Kapitalanforderungen, und zwar deutlich höhere Kapitalanforderungen. Die können die erstmal nicht erfüllen, ist kein Problem. Der Staat hat dann so wenig Schulden, der Staat könnte sofort diese Kapitalanforderungen erfüllen, könnte den Kapitalanteil einbringen. Wir könnten dann hingehen, könnten sagen, wir machen generell eine höhere Eigenkapitalanforderung bei allen Arten von Krediten. Also wenn Sie ein Haus kaufen wollen, müssen Sie Eigenkapitalquoten haben, etc., könnte man regulatorisch machen. Und wir müssten natürlich hingehen und müssten sagen, dass wir die Bevorzugung von Fremdkapital nach steuerlichen Gesichtspunkten beenden und Fremdkapital und Eigenkapital gleichermaßen verwenden. Und darüber hinaus gibt es auch so Ideen wie, dass wir viele Kredite eigenkapitalähnlicher machen, zum Beispiel, indem man Hypotheken an die Wertentwicklung des Hauses knüpft. Das heißt quasi, dass der Kreditgeber auch profitiert, wenn es nach oben geht, aber auch mitleidet, wenn es nach unten geht, um auf diese Art und Weise das System stabiler zu machen. Aber im Kern bin ich eigentlich ein großer Fan des Kreditgeldsystems, wie wir es haben, muss ich sagen. Nur, man darf es halt nicht entarten. Und entarten heißt eben, wenn man das Konkursrisiko rausnimmt. Das System funktioniert dann, wenn das Konkursrisiko richtig gut ist. Und was wir halt jetzt haben, seit 40 Jahren, ist, wir haben jede kleine Krise verhindert und haben halt deshalb viel Totholz, die Zombies und so weiter drin. Nur ich glaube halt, die Krise einfach durchzuziehen, klingt theoretisch schön, praktisch nicht. Ich würde eher sagen, wir lassen es moderiert machen. Wir machen die Staatsschulden Endlager und können dann eigentlich von einer tieferen Basis aus mit den Rahmensetzungen agieren und können das machen, was nötig ist. Also ich bin mit Ihnen, ich verstehe Ihre Kritik, würde sie selber auch vorbringen. Ich glaube aber, wir brauchen so einen moderierten Prozess. Ich hätte selber kurz eine Frage an Sie. Und zwar meinten Sie, dass das, wo sollte der Wirtschaftswachstum als Lösung herkommen für das Schuldenproblem? Die Leverage-Effekte tragen dazu bei, die Zombie-Banken tragen auch zu weniger Wachstum bei, so habe ich es verstanden, und sind nicht unbedingt Symptom, sondern eher auch Auslöser. Da würde mich Ihre Einschätzung der Rolle vom Bankensektor noch näher interessieren. Sie haben ja schon die Kreditvergabe für produktive Zwecke und auch für unproduktive Zwecke aufgedröselt ein bisschen. Man kann ja von produktiveren und unproduktiveren Schulden sprechen, sprich Kreditvergabe für GDP-Transactions oder für Asset-Transactions. Und ist das nicht auch ein wesentlicher Hebel, um beispielsweise über gesunderes Wachstum, wo wirklich Geld und Kreditvergabe aus dem Bankensektor heraus dann auch in die Realwirtschaft getragen wird, ist das für Sie auch eine mögliche Lösung? Weil die haben Sie ein bisschen ausgeschlossen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe sie nicht ausgeschlossen. Ich glaube nur, die Probleme, in denen wir stecken, sind so groß. Was Sie sagen, ist eine gute Idee. Es löst das Problem noch nicht. Wissen Sie, was ich meine? Es hilft hinterher, nach dem Neustart, für ein gesünderes Wachstum. Sie müssen natürlich nur eins sehen. Warum haben wir das denn? Wir haben das ja vor allem auch deshalb, weil die Politik, schauen Sie, wir hatten die Globalisierung, wir hatten die China, wir hatten Mauerfall, Osteuropa tritt in den Markt ein, die Chinesen kommen und so weiter. Wir hatten einen gigantischen Lohnschock, einen Angebotsschock, mit Millionen von Menschen, die in den Arbeitsmarkt gekommen sind. Folge war Lohndruck und Arbeitsplatzverlust im Westen. Die Europäer haben reagiert mit Sozialstaat, die Amerikaner haben reagiert mit
mit Krediten auf Immobilien. Das heißt, beide haben mit Schulden reagiert. Richtige Reaktion wäre ja gewesen, mehr in Bildung, mehr in Innovation, also einen intelligenteren Wettbewerb zu machen. Haben sie nicht gemacht. Und die Politik hat eben darauf gesetzt, so die Illusion von Wachstum zu erzielen seit Jahren. Weil wenn wir jetzt zurückgehen, und das haben Sie am Beispiel UK gesehen, wenn Sie ja immer nur einen gleichen Prozentsatz haben an Krediten in den produktiven Sektor, dann heißt das ja, die produktiven Sektor wachsen so, die schaffen so viel Wachstum, dass die Schuldenquoten ungefähr stabil sind. Darum mag ich das Schulgeldsystem, dieses Kreditgeldsystem. Wenn Sie wirklich einen Kredit haben und Sie müssen den zurückarbeiten, schauen Sie, Herr Simon, wenn Sie jetzt sagen, oh, ich habe jetzt einen Kredit aufgenommen, weil ich eine Wohnung gekauft habe, dann arbeiten Sie ein paar Stunden länger, dann machen Sie mehr, Sie überlegen sich mehr, Sie versuchen die Qualifikation, Sie machen irgendwelche Dinge, um ein zukünftiges Einkommen zu erhöhen, um diese Schulden zu bedienen. Und das ist super. Das heißt, richtigerweise müssen die Banken so auch reguliert werden, dass eben Kredite für einen produktiven Zweck leichter, also leichter möglich sind als eben Kredite für unproduktive Zwecke. Das kann man mit den Kapitalregeln machen. Aber das Ganze macht man natürlich jetzt nicht von der Politik, weil man weiß, wenn ich das jetzt mache, ziehe ich den Stecker von unserem geleveragten Schuldenberg. Und dann kriegen wir Irving Fischer pur, deflationäre Depression. Und das ist das Thema. Herr Hamann hat Mauler gefragt, gehen wir davon aus, dass die Zinsen bei Null bleiben? Also ich gehe davon aus, dass die Notenbanken jetzt im normalen Fortsetzung des Spiels die Zinsstrukturkurve manipulieren werden, um die Zinsen so tief wie möglich zu halten, egal wie hoch die Inflationsraten sind, um auf diese Art und Weise eine Schuldung relativ zum nominalen Bruttoinlandsprodukt zu erzwingen. Planwirtschaft. Zentralbanken müssten nicht Geld über Schulden schöpfen, sondern könnten es schuldenfrei machen. Das war meine Frage. Vielleicht kann ich es mal erläutern. Also, wenn man in die Geschichte der Zentralbanken schaut, dann waren die ja auch dieses unlimitierte Eingreifen, was sie heute machen. Das ist ja eigentlich eine ganz neue Sache. Ja. Das gab es ja früher nicht. Früher waren die Zentralbanken immer gebunden an irgendeine Reserve, die sie dann doch noch bedienen mussten. Und sie mussten immer selber versuchen, eben die Limits einzuhalten, und das haben sie halt heute nicht mehr. Und das kommt heute daher, weil Zentralbanken verbuchen Geld immer noch als Verbindlichkeit auf Auszahlung von irgendwas, aber da gibt es nichts mehr. Ja. Und insofern neues Zeitalter, ja, ich glaube, wir müssen heute auch mal dazu übergehen, dass Zentralbanken eben nicht mehr über Schulden Geld schöpfen, sondern die können das auch schuldfrei machen. Das wäre mal ein Natürlich, das wäre ein anderes Zeitalter, ja, aber dadurch, dass die, ich finde ja auch, das hatten wir in der letzten Diskussion, diese Ausmaße, die die Zentralbanken selber bekommen haben, wo sie eingreifen können in den Markt, die haben ja nur eine äußerst dünne Legitimation, und wenn wir jetzt von 1,3 Billionen reden, ja, ich meine, da wird ja jedem schwindelig, ja, und da müssen ja auch neue Limits eingezogen werden. Was meinen Sie dazu? Es geht ja Richtung Vollgeld zum Beispiel. Wissen Sie, ich bin wahrscheinlich etwas zu pragmatisch hier. Jetzt habe ich keine Krawatte um, das mache ich mit Krawatten immer. Wissen Sie, wenn der Frau Lagarde ihre Krawatte gefällt, dann kann sie die Krawatte ankaufen und kann dafür eine Billion zahlen. Ja, weil die Notenbanken können ja alles bilanzieren, wie sie wollen. Ja. Das ist ja so, ein fiktiv, sagen, genau. Das heißt, die können ja generell, das ist ja schuldfrei Geld schaffen. Die kauft eine Esse, die kann sie mal ausstellen, noch die Krawatte im EZB-Tower, kann sagen, das ist die Krawatte von Herrn Karwart und die ist 1 Billion Euro wert. Wir sind ganz stolz. Wir überwachen sie auch ganz gut, dass sie geklaut wird. Ich meine, letztlich sind wir schon so. Sie haben natürlich recht, im heutigen System ist es so, die Zentralbank läuft den Geschäftsbanken nach. Die hat ja gar keine Steuerungsmöglichkeit. Sie kann den Markt nur manipulieren, indem sie raushaut. Und sie haben richtigerweise darauf rekurriert. Ich meine, Walter Bagehot kennen wir alle, der hat gesagt, die Notenbank soll helfen, aber nur an solvente Schuldner und nur zu Strafzinsen. Und was wir jetzt machen, ist, wir geben das Geld überwiegend an insolvente Schuldner for nothing. Und das ist im Prinzip, und deshalb, das ist das Problem, weil ich auch, wenn Frau Petra jetzt sagt, Systemende. Ich finde, das System ist völlig okay, und es hat, dass das System jetzt in so einer schlechten Lage ist, ist nicht die Folge eines falschen Systems, sondern es ist Folge, dass das System von Politik und Notenbanken über Jahrzehnte immer mehr manipuliert wurde. Also darf ich noch was darauf erinnern? Also es ist halt, ich finde ja
auch Ihren Punkt der Entschuldung, den finde ich total wichtig. Ja, aber ich glaube auch, wir kommen da nicht mehr raus. Ja, kannst du drehen und wenden, wie man will. Wenn die Verschuldung mal so hoch ist, dann muss da was gemacht werden. Aber die Gefahr ist halt, Thomas Mayer zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie das mal gesehen haben, der hat ja vorgeschlagen, so eine Entschuldung dann gleich damit zu verbinden, dass man eben den Geschäftsbanken 100% Reserve vorschreibt. Das ist Vollgeld, so, genau. Dass man eben nicht, wenn man jetzt einfach nur entschuldet, ja, dann geht es dann genauso in derselben Art und Weise wieder weiter. Ja. Und da würde ich eben gerne heute schon irgendwie einen Riegel vorschieben. Dass man ja, es mag schon sein, dass Sie das wollen, aber ich kann Ihnen versprechen, die Politiker wollen das nicht. Und dann genau. Ist ja halt für mich die Sache, für mich ist halt, ich bin ja pragmatisch. Ich sage einfach nur, wir werden unglaublich schlecht regiert. Unsere deutschen Politiker haben keine Ahnung von Finanzen und von Wirtschaft. Und das erklärt auch, warum die Deutschen so arm sind und die anderen reicher sind. Und wissen Sie, wenn das Spiel so ist, die Eurozone kann nur weiter überleben, wenn das Geld monetarisiert wird. Und dann sage ich einfach, ich will nicht, dass wir Geisterfahrer spielen. Das ist alles. Dann sage ich, mitmachen. Das ist einfach so. Mitmachen. Ja, nee, ich sage immer, wissen Sie, Frau Merkel sagt immer, sie ist die schwäbische Hausfrau. Ich mag ja sein, wenn die schwäbische Hausfrau in den Pokersalon geht, wo alle mit gezinkten Karten spielen. Das ist einfach nicht smart. Ja? Oh. Frage zur Folie Weltbevölkerung, Frau oder Herr Seiler. Herr Stiller, wegen der Folie zur Weltbevölkerung, da haben Sie gezeigt, dass die Weltbevölkerung abnimmt. Also von der. Ich habe gezeigt, dass der Anteil der über 65-Jährigen größer ist als der Anteil der 5-Jährigen oder 5-Jährigen. Das waren nur die zwei Kurven. Die Weltbevölkerung nimmt noch nicht ab, aber sie erreicht demnächst den Höhepunkt. Aber was wir halt haben, ist, wir haben zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte weltweit mehr 65-jährige Menschen auf der Welt als 5-Jährige oder jünger. Was eine gute Nachricht ist, ökologisch gesehen. Das heißt nämlich, dass wir irgendwann Peak Population haben. Ich hätte noch eine ergänzende Frage, weil Sie gemeint, sich ja selber als Pragmatiker beschreiben. Was sind denn die pragmatischen Gründe dafür, dass der Schuldentilgungsfonds, so wie Sie ihn vorschlagen, relativ wenig Gehör findet, aus Ihrer Sicht? Also zum einen, das zu ändern, das ist relativ wenig Gehör, ist ja witzig. Ich meine, jetzt kann ich nicht sagen, mein Vorschlag ist seit 3 Wochen auf dem Markt und in der aktuellen Spiegelausgabe geht es um Thema, wie gehen wir mit Schulden um, und da werde ich prominent zitiert neben anderen Ökonomen. Also immerhin, es ist immer im Spiegel drin, wer so ein Politiker im Spiegel liest, hat schon mal davon gehört, erstens. Zweitens, ich gebe morgen eine Pressekonferenz bei meinen ehemaligen Kollegen in Paris, da werde ich es auch mal vorstellen. Die Iren und die Spanier, die checken das sofort. Warum? Weil die ihren Bankenrettungsfonds organisiert haben. Die haben ihre Banken gerettet, haben dafür, also die Iren haben so einen Fonds, also Bad Bank aufgesetzt, die Bad Bank haben sie pleite gehen lassen, da musste die irische Staat, die Notenbank, die das finanziert hat, ersetzt den Schaden. Wie haben sie es gemacht? Durch neue Staatsanleihen, die lange laufen sind und tiefe Zinsen haben. Die Spanier haben ihre Banken so gerettet, die haben eine privatwirtschaftliche Mehrheit gehabt, mit staatlicher Garantie, die hat dieses Vehikel hat Geld geliehen, und wer, raten Sie mal, wer das Geld geliehen hat? Die Bank von Spanien, auch frisch geschaffener Euro. Das heißt, die Franzosen, die Italiener, die Spanier, die Iren und so weiter, die werden das sofort checken. Und wenn die Deutschen mit diesem Vorschlag kämen, wären sie wahrscheinlich begeistert. Wahrscheinlich sind sie lieber ein Blankoscheck für die Zukunft, aber auf einen Schlag so viel runterzukommen mit der Verschuldung und dann, wie Herr Kabat sofort sagen würde, das ist total unfair, weil die machen so doof weiter wie bisher, ja stimmt, dann wieder Schulden machen können, werden die begeistert. Und darum ist es eher eine Frage vom Verständnis. Und solange wir Wirtschaftsminister haben, die allen Ernstes jetzt predigen, zu schwarzen Null zurückkehren zu wollen, was nichts anderes bedeutet, als Deutschland will wieder Exportweltmeister werden nach der Corona-Krise, weil das heißt es zwangsläufig, private sparen, Staat spart, Unternehmen müssen Schulden abbauen, was auch Staat ist, dann haben wir natürlich ein Problem. Wenn wir von solchen Leuten regiert werden, kann es nicht funktionieren. Das ist mein Problem. Ich glaube aber, ist erst am Anfang meines Kampfes und ich erzähle jetzt viel, ich versuche viele Mitstreiter zu gewinnen, dass wir sagen, lasst uns bitte intelligent sein. Also insofern, Herr Simon, nehmen Sie mich nicht völlig entmutigen, bitte. Ja, so war es nicht gemeint, aber es ist ja grundsätzlich eine Frage. Ich meine, dass die Bilanzierungsmöglichkeiten der EZB allerhand Potenzial haben, ist klar. Insofern ist es trotzdem verwunderlich, dass so wenig verhältnismäßig, auch wenn es zunimmt, die Diskussion, irgendwie immer noch nicht in den EZB-Kreisen thematisiert wird.
Ich werde mir Mühe geben. Ich schaue noch auf die Frage und auf die Uhrzeit noch, weil das hat eine Frage und vorher hat Bruck. Denken Sie, die Tiefstände sind, ich bin kein Hellseher. Also wenn ich ein Börsenhellseher wäre, wäre ich, so nett es mit Ihnen zu planen ist, nicht hier. Dann würde ich in einem Steuerparadies, wo es warm ist, Daytrading betreiben. Spaß beiseite, ich persönlich kann mir die Börse nur so erklären, dass die Börse sagt, erstens, es gibt wahnsinnig viel Geld. Zweitens, es gibt ein V, und die Gewinne kehren wieder aufs ursprüngliche Niveau zurück und es geht nichts schief, es gibt keine zweite Welle. Sollte es an dieser Einschätzung Zweifel geben zu irgendeinem Zeitpunkt, dann sehe ich noch deutlich tiefere Kurse. Bin ich dafür positioniert? Nur partiell. Ja, ich muss zugeben, als es losging, war ich Gott sei Dank gut positioniert, auch mit Putz. Aber zur Zeit bin ich eher, habe ich abgesichert mit einer kombinierten Call-Put-Strategie, aber ich bin auch noch mit meinem Basisanteil, den ich immer habe, bin ich noch im Markt drin, weil ich kann mich auch irren. Also ich kann es vorschlagen, aber ich würde jetzt nicht sagen, alles Geld auf eine Richtung wetten. Bastian, Sie haben noch eine Frage. Ja, eine Frage habe ich noch. Also, und zwar lautet die, also ich bin mir durchaus über die Rentenproblematik bewusst, aber meines Wissens ist es so, dass die Renten also nicht ins Vermögen also eingerechnet werden in Deutschland bei diesen Statistiken. Richtig. Und wie wäre es denn also im Vergleich, wenn die Renten eingerechnet werden würden? Also sind wir dann immer noch so brutal schlecht? Also ich muss dazu sagen, also die Rentenansprüche in den meisten Ländern der EU sind höher als bei uns. Das sind Daten von der Allianz. Ich habe jetzt Italien nicht griffbereit, aber die sind okay. Ich habe zwei Argumente dazu. Also erstens, wenn wir bei der Vermögensverteilung in Deutschland, da ist ja relativ ungleich. Dann wird immer gesagt, ja, das ist also ungleich. Da muss man natürlich gucken, was sind die Gründe. Es gibt drei Gründe. Der erste Grund ist, die Familienbetriebe sind sehr dominant hier und das führt natürlich zu entsprechenden Vermögen. Erstens. Zweitens, die Immobilienbesitzquote ist gering in Deutschland, hat mit deutschen Teilung zu tun. Und drittens, wenn man die Rentenansprüche mitberechnen würde in Deutschland, dann wäre in der Tat die Ungleichheit massiv geringer. Das ist innerhalb deutscher Verteilungsfrage. Jetzt mal Italien versus Deutschland, da sage ich immer, naja, die Rentenansprüche sind ja letztlich Ansprüche gegen uns selbst. Also sind die Rentenansprüche der Deutschen wirklich Volksvermögen? Oder sind sie nichts, im Gegenteil nichts anderes als die Forderung des einen gegen den anderen auch im Inland? So, und dann würde ich mir sagen, dann zählt es nicht. Dann können Sie zu mir sagen, okay, das hinkt aber ein bisschen, weil letztlich ja der Wert der Immobilie auch nichts anderes ist als der Wert der zukünftigen Cashflows, die auch darauf basieren. Also kann man auch sagen, wenn insofern ja, mag es sein, es schließt die Lücke nicht. Und mal abgesehen davon, Bastian, nehmen wir mal an, es würde geschlossen werden. Und nehmen wir mal an, die Deutschen wären genauso reich wie die Italiener. Da würde mir das noch nicht genügen zu sagen, deshalb müssen wir Vermögensabgaben einführen und die anderen nicht. Nee, also ich bin da jetzt auch gar nicht dafür. Mich hat es generell nur mal interessiert, also wie Sie das sehen. Also ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass wir jetzt Geld rausschmeißen können. Das kann aber sein. Ich will mal nur sagen, es ist eine schwierige Diskussion. Ich glaube halt, die Rentenansprüche, wie gesagt, in meinem Buch Märchen vom reichen Land habe ich das auch drin. Da können wir das nachschauen. Aber die Renten, mit den Rentenansprüchen liegen die Deutschen irgendwie Mittelfeld in der EU. Okay. Ich glaube, Italiener haben weniger, das mag schon sein. Die Griechen haben auch weniger, was auch deren Privatvermögen erklärt. Die Franzosen zum Beispiel nicht. Und die Franzosen haben auch mehr Vermögen als wir. Mehr starke und mehr schwächere Firmen in Zukunft. Herr Seiler. Ja, Herr Stell, das habe ich sicher gesagt, dass es in Zukunft mehr stärkere Firmen gibt und mehr schwächere. Besteht da nicht die Gefahr, dass wir irgendwann nur noch von Großkonzernen regiert werden? Also ich habe gesagt gehabt, dass man sehen kann, dass es führende Firmen gibt bei der Innovation und bei Produktivitätszuwächsen und dass es nicht so breit sich dann über andere Firmen diffusiert. Ich sehe das Problem aber aus einem Grunde. Und zwar deshalb, weil meines Erachtens die Kartellämter vor allem in den USA seit Jahren versagen und wir eine zunehmende Oligopolbildung haben, die auch hinter den Überrenditen schlagen hätte für Fusionen auch untersagen müssen. Das sehe ich als größeres Problem. Eberhard? Ja, ich sehe, genau, ich habe die Frage gelesen. Ich würde
Ja, kann man so machen. Man kann es sicherlich mobilisieren, wobei der Staat kann sich ja derzeit auch zu 0% finanzieren. Ob es jetzt der Staat macht oder ob man das separate Vehikel macht, ist eigentlich egal. Ich persönlich hätte halt gesagt, wenn wir vorher die Schulden, die Altschulden abladen bei der EZB, haben wir genug Möglichkeit, über Steuersenkungen zu agieren, den Konsum anzulegen, aber auch natürlich über neue Staatsschulden entsprechend im Inland zu investieren. Also das ist sicherlich möglich, man soll es unbedingt machen. Also ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten mit dieser Übernahme auch von den, von den Weltbanken, weil ich einfach die Sorge habe, dass irgendwo auch das Vertrauen schwindet und dann natürlich die Inflation beginnt, wie Sie auch vorhin dargestellt haben. Auf der anderen Seite gibt es ein erhebliches privates Geldvermögen bekanntlich und ich meine auch Leute, die anlegen zum Beispiel, um für die Rente zu sparen, um was zum Altersheim und so weiter und irgendwie das Geld doch halbwegs sinnvoll zu einem moderaten Zinssatz hier einzusetzen, vielleicht auch zeitlich befristet, vielleicht auch nur begrenzt, dass jeder nur eine begrenzte Summe anlegen kann, da suche ich eigentlich auch nochmal nach einer sinnvollen Lösung. Ja gut, dann müsst ihr Italiener sein. Sie wissen, Italiener haben jetzt gerade eine Patriotenanleihe begeben mit einem positiven Zins von 1,6% für 5 Jahre plus 0,8% Bonus, wenn man sie bis zum Ende hält. Und das haben sie gemacht, obwohl sie vom ESM das Geld umsonst bekommen hätten. Ich meine, Italiener denken an ihre Vermögenden, die wir sparen, nicht bei uns. Ich persönlich schlage vor, das ist nicht meine eigene Idee, aber ich habe die auch begriffen von anderen, ich bin für so eine Art Staatsfonds, wobei ich damit ganz klar meine, nicht ein Fonds, den Herr Scholz managt, um Gottes Willen nicht, sondern einen staatlich organisierten Fonds mit staatlicher Garantie, der global investiert in Infrastruktur, in Aktien, ähnliches, so wie es die Norweger machen, die können auch dann was in Deutschland investieren. Und dieser Fonds würde sicherlich dann bei einer langfristigen Anlagehorizont hat, weil wir wissen, dass Aktien ähnliche Vermögenswerte über lange Sicht deutlich besser performen, sicherlich eine ansprechende Rendite bieten können. Und der Staat könnte sogar da so weit gehen und könnte eine Mindestrendite garantieren. Das wäre vernünftiger, weil wir unser Auslandsvermögen ganz, ganz schlecht anlegen. Da gibt es eine Studie, die hat vorgerechnet, dass wenn wir in den letzten 10 Jahren unser Geld so angelegt hätten im Ausland wie die Norweger, jeder Deutscher, also jeder pro Kopf, 30.000 Euro mehr Vermögen hätte. Das zeigt diesen Hebel. Das heißt, in die Richtung ist zu denken, aber dann ein dieser Investmentfonds, der eben dann idealerweise auch global investiert und nicht nur in Deutschland und vor allem frei ist von der Politik. Die Grünen wollen auch so einen Staatsfonds haben, aber sie haben gleich gesagt, naja, das muss halt dann für ökologisch sinnvolle Dinge sein. Das ist nicht, was mir vorschwebt, das sind dann Investitionen mit der Rendite unter Null. Ich würde abschließend, vielleicht hätte ich noch eine Frage, wir haben jetzt viel über die Schuldenthematik gesprochen. Ich würde aber noch ein bisschen einen Ausblick zu einem Thema, das gerade immer häufiger diskutiert wird, digitales Zentralbankgeld, CBDC, das höchstwahrscheinlich in irgendeiner Form uns in den nächsten Jahren erwarten wird. Die Chinesen testen es ja schon fleißig. Haben Sie dazu eine Position, eine Einschätzung? Es gibt verschiedene Ausgestaltungsoptionen und Design Principles. Ist ganz ja gut, klar. Ich glaube, meine kurze Antwort ist darauf, es kann die Vorbereitung sein zum Umstieg auf ein Vollgeldsystem. Das System kann es sein, je nach Ausgestaltung, das ist richtig. Kann aber natürlich auch anders ausfallen. Aber ich bin da kein großer Experte. Okay. Ja, da würde ich mich bedanken. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Dr. Stelter. War interessant, mal diesen Aspekt zu hören. Ich finde den Vorschlag auch interessant. Wie Sie haben ja schon gesehen, ich würde ihn gerne kombinieren, aber wahrscheinlich realistisch gesehen, wenn man das mal wenigstens so durchkriegt, wäre schon mal ein Schritt vorwärts. Ich möchte vielleicht von meiner Seite noch darauf hinweisen, dass die nächsten Gespräche am 18.06. Günter Gschäger, früherer Vorstandsvorsitzender von der Sparda Bank München, die, glaube ich, die einzige Bank ist, die jetzt eben das Gemeinwohlstandard einhält. Ich mag mich auch irren, aber das ist eben eine Gemeinwohlbank und der wird referieren über das Thema, was bedeutet die Corona-Krise für die Gemeinwohlökonomie. Und am 25.06. dann wieder eine andere Sicht der Dinge. Dirk Ehns, was schlägt die Modern Money Theorie vor zur Bewältigung der Corona-Krise? In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend noch. Bedanke mich für die Teilnahme, auch bei Ihnen besonders nochmal. Und Wiederschauen. Macht Spaß. Tschüss. Okay.